Moin Leute, hier ist Volker von Motorradtest.de und ich bin heute für euch in Lübeck beim House of Thunder. Der Name hört sich großartig an. Harley Davidson in Lübeck lädt heute ein, 5 Jahre, 5-jähriges Bestehen. Und ich habe heute ein Date mit Michel. Michel ist für die Auspuffanlagen von Dr. Jekyll und Mr. Hyde zuständig. Und ich werde heute mal so ein bisschen mit ihm klönen. So Leute, ich bin jetzt bei Michel angelandet. Michel hier vor dem Stand von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Michel, moin. Moin, grüße dich. Moin. Grüße euch. Genau. Ich nehme mal den Fummel hier ab. Genau. Michel, du hast ja hier oder bist jetzt vertretend für Dr. Jekyll und Mr. Hyde hier. Ja. Ne? Ja. Beschreib mal so ein bisschen, was ihr genau macht eigentlich. Ja, wir sind ja dafür bekannt, dass wir verstellbare Auspuffanlagen für eure Motorräder baut. Also speziell bauen wir für Harley-Davidson Indian die GS-Serie von BMW und KTM, die Adventure und Super Duke. Macht ihr das schon länger für KTM und BMW? Ja, schon etliche Jahre und das wird auch immer mehr gefragt, weil wir im geschlossenen Zustand leiser sind als das Original. Das ist gerade für Leute, die große Touren fahren, und gerade Österreich und so oder Schweiz, wo natürlich im Moment aufgrund der gesetzlichen Vorgaben das gefordert wird, dass sie sehr leise sind oder nicht 95 dB überschreiten. Und da ist jetzt inzwischen der Markt oder die Fahrer haben sich dazu bekannt, jetzt auch Jekyll und Hyde zu fahren, weil sie dann halt im geschlossenen Zustand legal sind. Ist ja gerade für geschlossene Ortschaften auch angenehmer. Ne? Es sind eigentlich, möchte ich sagen, möchte uns nicht gerade uns einen Lorbeerkranz aufsetzen, aber wir sind eigentlich die Vorreiter des Umweltschutzes, weil du kannst zu Hause in einem Okay, haben wir schon verstanden. Du kannst im geschlossenen Zustand zu Hause fahren, ohne deine Nachbarn zu belästigen. Das stimmt. Und halt da, wo es die Situation erlaubt, machst du halt auf. Ne? Das ist halt. Es ist ja auch so, wenn du die Auspuffanlage aufmachst, merkst du ja einen deutlichen Leistungsschub, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir dürfen ja nicht viel mehr. Also laut Gesetzgeber dürfen wir nur 3-5% mehr Leistung erreichen. Aber im geschlossenen Zustand, das wissen viele nicht, haben wir die gleichen Werte wie im Wie die Serie wahrscheinlich. Wie die Serie. Genau. Also ich merke das bei meiner Anlage. Ich sage auch ruhig, ich habe eine von Kestech, ja. Bin mit der aber nicht mehr zufrieden. Ich sage auch, warum, weil die zu früh aufsetzt. Deswegen bin ich auch heute speziell hier, okay. Unter anderem. Aber dann merke ich das ganz deutlich, wenn ich die aufmache, das geht, als wenn der einer nochmal in den Hintern tritt. Ja, da kommt nochmal ein bisschen was. Genau. Genau. Aber wie gesagt, 3-5% ist vom Gesetzgeber zugelassen und so, aber das merkt man schon. Ja, ne? Aber was wir natürlich besonders, oder wo wir Wert drauf legen, ist der Sound. Ne, das ist wie in der Disco, der Bass ist das, was uns Freude macht und was Emotionen, wir verkaufen Emotionen. Ne, eine Anlage, die schön blubbert, es geht nicht um Lautstärke. Viele verwechseln das immer. Ne? Das ist oftmals sind das nur ganz wenige dB Unterschied zwischen geschlossen und laut, aber es kommt einem wesentlich lauter oder voluminöser vor. Weil halt der Bass, wir filtern hohe und mittlere Frequenzen raus. Das sind übrigens auch die Töne, die nerven. Ne, dieses hohe Singsang oder dieses hohe Gekreische, das sind die Töne, die nerven und die Leute auch irgendwie dazu aufrufen, irgendwie Protest einzulegen. Dieses dumpfe, sonore Blubbern oder so, das ist unser Bestreben, das wollen wir erreichen. Genau, das ist es. Da hast du mir so ein Stichwort gegeben und zwar der Sound an sich. Es gibt ja so einen Riesenunterschied zwischen Krach und Sound. Genau. Und es gibt unheimlich viele Harley-Fahrer, habe ich festgestellt, die einfach nur irgendwelche ausgeräumten Rotztüten haben, die laut sind, richtig, aber die gar keinen richtigen Klang haben. Nein, also wir haben extra 3 Soundingenieure in Holland, die sitzen da in ihrer Kamenate. Ich weiß nicht, ob das an den konischen Zigaretten liegt oder so. Auf jeden Fall kreieren die den ganzen Tag für jedes Modell. Das war ein Spaß. Logisch. Selbstverständlich sind das sehr seriöse Männer. Die kreieren für jedes Motorrad einen speziellen Sound. Da werden die Abstände, die Lochabstände, also das ist schon eine Wissenschaft für sich. Kann ich mir vorstellen, wie so ein Orgelbauer, ne? Ja, wir arbeiten mit Reflexion und Absorption und so, das ist also auch schon hohe Physik. So Michael, du stellst uns jetzt mal die erste Anlage vor, was haben wir hier genau? Hier haben wir eine 2-in-2 Anlage mit Krümmer verbaut, und das ist eine Softail-Anlage und ich mache die einmal vor, die hat eine 3 verschiedene Stufen, ja. Geschlossen, halb offen oder ganz offen. Ja, du okay. kannst das über einen Schalter am Lenker, kannst du das wählen, auch vorwählen. Genau. Und was viele nicht wissen, du bist in jedem, auch im offenen Zustand, bist du legal. Weil unsere Anlagen
schalten da ab, wo der Gesetzgeber es fordert. Das noch ist wahrscheinlich so 50 bis 60 km/h. Ganz genau. Der Gesetzgeber nennt das den Stadtmodus. Mhm. Die gehen davon aus, dass du im dritten Gang so bei 50 in der Stadt fährst. Und auf dem Typenschild, das hat jeder an seinem Motorrad, siehst du halbe Nenndrehzahl. Sind bei den meisten hier so 2750 Umdrehung, muss die Anlage 92, 94 dB haben. Da schalten unsere Anlagen elektronisch ab, weil unsere Smartbox, unser Gehirn der Anlage kommuniziert mit dem Campus-System und misst anhand der Drosselklappenstellung des Ganges Drehzahl und Geschwindigkeit den optimalen Wert und schaltet dort ab. Genau, die schaltet wahrscheinlich auch bei, wenn du in den vierten Gang schaltest zwischen 55 und 60, geht sie auch auf, ne? Ganz genau. Genau. Mhm. Ja, runterschalten, raufschalten. Ja. Ja. Okay, ich würde sagen. Wir würden einfach mal eine kleine Demonstration machen. Das machen wir. Alle, die es so nicht hören konnten, weil es ja doch sehr laut ist. Wir sind mit laut angefangen. wir sind mit leise angefangen. Dann hat Michel in den lauten Modus geschaltet, danach in die halbe Stufe und dann nochmal wieder in den lauten Modus. Ja, wir unterscheiden im geschlossenen Modus, halboffen, dynamischen Modus und der offene heißt Performance-Modus. Ja, wir haben da Marketingstrategien rangesetzt an der Umsetzung. Nee, ist schon klar. Michel, das ist die 2-in-2-Ausbaulage. Gibt es wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr, denke ich mal, ne? Oder also so gar ein paar? Nicht. Wir haben eigentlich nur zwei. Jetzt haben wir ein Project 21, nennt sich das. Ja. 21 setzt sich zusammen aus. Komm, da gehen wir mal kurz rüber. Das sieht ja auch richtig geil aus. Wir haben das gleiche Motorrad. Wir haben das gleiche Motorrad und 21 bedeutet einfach nur aus zwei Krümmern in einen Endtopf. Genau. Ja. Ganz neues Projekt. Nennt sich für den Club-Style-Fetischisten oder Fan. Ja. Der jetzt also sein Motorrad ein bisschen individuell gestalten will. Lässt ja auch schon deutlich mehr Kurvenlage zu als die serienmäßige Anlage. Ganz ne? Genau. Das ist eins der Vorteile oder eins der Kriterien, die hier berücksichtigt worden sind, dass du natürlich noch mehr in die Schräglage gehen kannst. Michel, das ist was für mich. Kannst du mich gleich nochmal ausführlich beraten, was für mich in Frage kommt? Ja, selbstverständlich. Machen wir. So was machen wir gerne. Okay. So, nochmal so ein paar kurze Eindrücke von den Maschinen und den sich dafür Interessierenden. Warte eben. Andreas, wir starten jetzt. Andreas, ja. Erzähl mal kurz, wer du bist und was du hier machst. Ja, ich bin Andreas, bin im Verkauf hier bei Harley-Davidson in Lübeck und habe hauptsächlich mit dem Verkauf von Motorrädern zu tun, mache nebenbei auch so ein bisschen mit an Klamotten drin. Also eigentlich macht hier jeder alles bei uns. Mädel für alles sozusagen. Nein, jeder macht alles. Wir sind ein Team. Einer für alle, alle für einen. Genau. Du kannst du den Leuten mal so kurz zeigen, was eigentlich so momentan, oder gibt es was momentan besonders angesagt ist bei Harley? Also besonders angesagt ist jetzt zwangsläufig, dadurch, dass die Sportstar-Reihe aus dem Programm genommen wird bei Harley Davidson, ist besonders angesagt eigentlich die Softail-Reihe. Welche ist das zum Beispiel? Das ist zum Beispiel, hier stehen wir direkt daneben, das ist einmal die Street Bob hier, die ist auch... als Softail Standard seit 2020, jetzt seit diesem Jahr neu gibt, ist neu aufgelegt worden. Das ist dann so der Einstieg, preislich der Einstieg in die Softail-Reihe. Wo liegt der ungefähr? Bei der Standard jetzt mit den 16% Mehrwertsteuern, die wir noch bis Ende des Jahres haben, bei 13,6. Okay, ich habe eben schon gesehen, das ist anscheinend auch eine Maschine, die ganz gern mal von den Damen genommen wird, oder?
Das ist zum einen bedingt mit Sicherheit auch durch den Preis und da die Sitzposition sehr niedrig ist, sowohl bei der Street Bob hier oder es gibt die Slim noch, die noch einen Tick niedriger ist, ist es auch für kleinere Damen oder auch Herren, je nachdem, sehr gut geeignet. Ne? Also ich finde die vor allen Dingen in der Farbe, finde ich die richtig scharf, sieht die richtig gut aus und so puristisch, ist nichts Überflüssiges dran. Das ist schon eine schöne Maschine, finde ich. Genau, Speichenfelgen, also wirklich puristisch. Es gibt wenige Harleys nur noch, die tatsächlich so puristisch sind wie die Street Bob mit Speichenfelgen. Da gibt es dann noch die Deluxe, die Speichenfelgen hat. Aber die ist dann ja schon wieder mit den Trittbrettern und sowas, ne? Das ist dann mit Trittbrettern. Das ist eben halt, also für mich eigentlich Kult. Die Deluxe ist Kult. Ja. Ich fahre sie selbst auch. Und das ist für mich eigentlich so die Harley schlechthin. Ich finde sie vom Aussehen bildhübsch. Aber ich finde an der hier auch klasse, zum Beispiel diese Gummibälge an der Gabel vorne. Das ist nämlich so ein bisschen 70er-Jahre-Design. Ne? Sieht echt klasse aus. Ja. Ja, schon eine starke Maschine. Du, was geht noch so momentan? Was ist bei euch angesagt noch? Also diese Bagger-Teile doch, oder nicht? Bagger zum Beispiel auch und momentan eigentlich immer noch so bis Ende des Jahres auch die Sports. Also wir haben jede Menge Sporties noch verkauft, bevor das jetzt ganz zu Ende geht. Das Sports, da habt ihr wo stehen? Können wir da auch noch mal kurz schauen? Sports, da haben wir, ja, gucken wir ganz hinten, steht eine 48 noch als Vorführer. Ja. Und irgendwo stand hier noch eine 883. Wir gucken einmal rum. Das machen wir. Wir schauen. Gehen wir mal. So, hier wird es ein bisschen lauter. Ja. Von der Musik her. Das zum Beispiel ist die 48. Das ist die meistverkaufte Sports überhaupt. 2010 in der Form aufgelegt worden. 48 erinnert so ein bisschen an die Motorräder in den 1940er, 48er Jahren. Stimmt, genau. Ich finde, scharf sieht ja auch der dicke Vorderreifen aus, nicht? Genau, das ist so dieser Bobber-Style, der den Motorrädern aus 1948 nochmal nachempfunden wurde. Die dicken Reifen, der kleine Peanut-Tank wurde damals in der Zeit für die Armee in den USA gebaut, so in der Form. Ne? Und da ist jetzt der Abverkauf sozusagen gestartet, ne? Es wird nächstes Jahr keine Sportster mehr geben, weil das ist der luftgekühlte Motor, der dann der... Wegen der Euro 5, ne? Genau, leider. Also ein super schönes Motorrad. Du sag mal, wird denn Harley dann vermehrt auf wassergekühlte Motoren umsteigen oder wie sieht das aus? Also die Modelle, die Softail-Modelle haben alle luft- und ölgekühlte Motoren. Und damit ist die Euro 5 nochmal erreichbar. Ne? Okay. Du, kannst du mir nochmal einmal so eine Maschine im Bagger-Style zeigen? Ja, gerne. So, da haben wir hier gleich zwei nebeneinander. Einmal die Street Glide Special hier vorne. Eine coole Farbe, ne? Das sieht wie so ein Nachtdesign aus. Das ist eine coole Farbe, die wir eigentlich eher durch Zufall hier so in der Form stehen haben oder in der Farbe stehen haben. Es hat leider durch Corona in diesem Jahr ja so eine Stilllegung der Fertigung gegeben. Tatsächlich, haben die richtig zugemacht? Wir haben richtig die Fertigung stillgelegt gehabt und in der Farbe war es eher Zufall. Wir haben in der Farbe eine bekommen können, haben sie bestellt und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist, hat was, ne? Ja, sie sieht schon richtig cool aus. Also in meinem Style ist es jetzt nicht, weil ich mehr das Puristische mag, aber die sieht echt stark aus, muss ich schon sagen. Ja. Und dann haben wir vorne nochmal die eine gebrauchte. Viel gebraucht ist sie noch nicht. Die sieht so gut aus noch, ne? Sieht sehr gut aus. Die hat ist von 2017, hat auch gerade erst knapp 4000 Kilometer runter.
hat eine Hubraumerweiterung von 124 Kubik-Inch. Da liegen wir da schon bei 2 Litern, oder nicht? Das ist über 2 Liter. Ja. Genau. Also hier ist einiges gemacht worden. Es ist ein anderer Luftfilter drauf, da ist ein Jekyll and Hyde Auspuff drauf. Und dafür ist der Preis eigentlich phänomenal gut. Die wird mit Sicherheit auch nicht mehr lange bei uns stehen. Ja, schon eine coole Maschine, finde ich auch. Lautsprecher vorne, hinten sehe ich schon, ne? Ja, genau. Das ist die, das ist auch die CVO-Variante, wo im Prinzip schon alles vom Werk aus verbaut ist, was es so fahrwerksmäßig auch, ne? Genau. Genau. Ja, prima, Andreas. Das soll es gewesen sein. Ich danke dir und ja, ich danke dir. Wir sehen uns. Ja. Hau rein, ne? Vielen Dank.